Oscar Thuasson. Name lässt an einen südamerikanischen Künstler denken, aber er kommt aus Seattle ursprünglich, lebt heute in Paris und zählt zu den wichtigsten Vertretern dieser aktuellen Künstlergeneration, der um die 30-Jährigen, und beschäftigt sich sehr stark mit Fragen der utopischen Architektur, wie wir sie in den 30er Jahren, also ums Bauhaus herum, aber dann auch wieder in den 60er und 70er Jahren im Umfeld von 1968 erlebt haben. Er hat vor dem Prime Tower auf dem Marktplatz einen wunderbaren kleinen Pavillon installiert, der aus Elementen von verschrotteten Tankschiffen besteht.